Dann haben Sie Ihr Autonomiediagramm in der Nähe. Ja. Ah ja, da sehen wir, dass da sehr viel Entwicklungsspielraum ist. Die Abgrenzung könnte bei 30 sein, ist aber bei 15, könnte sehr viel besser sein. Selbstverbindung könnte ebenfalls sehr viel besser sein. Die Kraft für sich einsetzen könnte ebenfalls viel besser sein. Erhöht ist die Tendenz, in Treppenräumen sich zuständig zu fühlen und zu engagieren. Und vor allen Dingen sehr hoch ist F, dass sie ihre Kraft gegen sich einsetzen. Selbstaufwertung, Schuldgefühle, Ängste, Krankheit. Ja. Das sind die Elemente, die wir so, denen wir dann begegnen werden, bitte heute aufstellen. Dann legen Sie es mal wieder auf die Seite. Und wie würden Sie jetzt Ihr Anliegen formulieren? Also ich möchte dazu was erzählen. Es geht jetzt hauptsächlich, meine Mutter ist sehr schwer krank und es wühlt mich momentan sehr auf, wieder alles. Ich habe zu ihr eine sehr starke Verbindung. Was mich, wie soll ich sagen, seit meiner Kindheit, ich kann nichts ihr vorwerfen. Ich hatte immer das Gefühl, ich hatte eine sehr schöne Kindheit und aber es hat mich, ich muss schnell hier nachsehen, ich habe mir alles ein bisschen aufgeschrieben, weil ich manchmal die Worte ein bisschen. Ich habe einfach das Gefühl, wenn sie jetzt geht, dass es mir wie die Lebensenergie nimmt und Ah dass ja, ich. das ist doch ein spannendes Thema, dass wir einfach Ihre Beziehung zu der Mutter aufstellen. Und einfach noch schnell dazu, mein inneres Kind ist wie nur bei ihr und gar nicht bei mir richtig. Also mein inneres Kind ist eher so, dass es mich abwertet oder gar nicht zu mir möchte, sondern immer nur bei der Mutter sein. Und es gibt da schon auch ein Selbst, das ich fühle von mir, natürlich, aber ich tue es auch unterbewusst immer abschiebe. Okay. Das können wir Ich noch habe. mal aufstellen und es ist interessant, wie durch die Aufstellung das klarer wird und Sie sich dann neu orientieren können. Jetzt brauchen wir Rot, Gelb und Grün für Janine. Und Sie können gleich ein blaues Plätzchen nehmen für die Mutter. Groß oder klein? Großes. Das Kleine können Sie auch schon gleich lassen, das brauchen wir später. Und dann sehen wir mal, rot ist die Janine von heute, die eben diese Probleme hat. Gelb, das wäre ihr wahres Selbst. Eine Janine, die sich vollständig fühlt ohne Mutter, die sich abgrenzen kann gegenüber der Mutter, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat, unabhängig davon, was sie leistet, unabhängig davon, was die anderen denken. So wie eine Rose ihre Würde hat, einfach dadurch, dass sie eine Rose ist. Und nach unserer Auffassung gehört es unverlierbar zu ihrer Grundausstattung dazu. Das ist das, was C.G. Jung nannte den göttlichen Funken in uns. Und grün ist die vitale, kindliche, emotionale Janine, die ihre Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse, ihre Wut äußern möchte, die aber auch gerne geschützt werden möchte, weil sie verletzbar ist. Und diese drei Elemente können Sie jetzt mal in Bezug setzen zu dem blauen Klötzchen der Mutter. Was ist jetzt wieder? Zu der Mutter, Ja. Bezug zu der Mutter, alle. Die einzelnen Elemente können Sie spüren, das wahre Selbst, die kindlich vitale, die Janine von heute, die rote, wie nah oder fern die der Mutter sind. Dann legen Sie mal einen Finger auf die rote Janine. Wie geht es ja der roten Janine in dieser Konstellation? Ja, ich fühle mich eher ein bisschen abseits, alleine, Und die nicht so Klötzchenmethode, wahrgenommen. ja, die Klötzchenmethode hat eben den großen Vorteil, dass sie ein Programm sichtbar macht, was sie irgendwann in der Kindheit entwickelt haben und verinnerlicht haben. Und das war bisher unbewusst, hat es sie auf sie eingewirkt und sie konnten sich dem gar nicht entziehen. Jetzt wird es sichtbar. Jetzt können Sie dieses Programm auch verändern,
Zum Beispiel könnten Sie jetzt eine Grenze einführen. Lineal im Zollstock. Dann legen Sie mal zwischen die Mutter und zwischen Ihre Elemente. Und das hier auch. Das können natürlich auch drehen. Nein, 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 das können Sie nicht bei der Mutter lassen. Das Ganze drehen Sie mal um 90 Grad. Ja. So. Und dann stellen Sie mal neben die Mutter noch deren wahres Selbst. Die Mutter hat natürlich auch ein wahres Selbst. Das gehört zu unserem Konzept dazu, dass jeder, auch die Eltern, Das dieses ein schmales gelbes Klötzchen. schmales gelbes, ja. Gelb ist immer das wahre Selbst, das stellen wir neben sie. Nicht so dicht, möglicherweise ist die Mutter nicht optimal damit verbunden. Also, ich würde es bei ihr so stellen. Ja. Weiter weg, so. Genau, und dann legen Sie mal einen Finger auf die rote Janine von heute. Jetzt ist der Janine von heute, wenn es eine Grenze gibt, wenn die Mutter ihr eigenes Selbst. Sie ist ein bisschen ein Ko es ist ein komisches Gefühl, weil ich das nicht so kenne, diesen Ja. Abstand. Also es ist neu, das ist ungewohnt, aber das ist so, das ist unvermeidbar, wenn Sie Ihr altes Programm, was offensichtlich hier für Ich Sie habe auch haben. immer im Bauch, im Unterleib Schmerzen. Also wenn ich Ja. so an sie denke oder der Verlust. Ja, Ja, also das. das, jedenfalls, das war anscheinend Ihr bisheriges Programm, nachdem Sie sich instinktiv orientiert haben, aber das hat Sie nicht glücklich gemacht. Deswegen sind wir jetzt dabei, dieses Programm zu löschen und ein neues Programm zu finden, was heute besser passt zu Ihnen. Ja. Und da gibt es eben vorübergehend diese Verunsicherung und die Frage ist, ob Sie das aushalten. Nur dann können wir weitermachen. Ja, das wird das. Ich muss das machen. Dann schauen wir mal, kennen Sie das von sich, dass Sie die Mutter als schwach und bedürftig erleben, dass Sie so das Gefühl haben, Sie müssten stark für die Mutter sein? Sie gab mir immer den Eindruck, dass sie stark sich muss zeigen. Sie hat sich, aber das war auch ein Kampf, glaube ich, mit ihr selbst. Aber sie hat immer sich sehr stark gezeigt, aber sie war innerlich auch depressiv. Okay. Sie können einfach mal die Sie rote. wollte uns das nicht zeigen, wie es ihr Da geht stellen Sie mal eigentlich. die rote Janine hinter die Mutter und schauen Sie mal, ob Sie das kennen. Das Also ist hier. hinter die Mutter, genau. Ob Sie das kennen, dass Sie die Mutter stützen wollen, dass Sie der Mutter das geben wollen, was die Mutter braucht. Ja, das kenne ich gut. Das habe ich unbewusst, denke ich, gemacht. Immer. Das war mein Alltag, also bis heute. Ja. Das kenne ich ganz gut, dieses Gefühl. Das ist Also es eigentlich fühlt mein sich Alltag. liebevoll an, das fühlt sich fürsorglich an, aber dadurch entsteht auch so ein Gefälle, da können Sie gar nicht Kind sein. Und Sie müssen stark sein und die Mutter ist schwach. Und vor allen Dingen können Sie nicht in Ihrem eigenen Raum sein, verbunden mit Ihrem eigenen Selbst. Und Sie können sich entscheiden, wo Sie eigentlich hingehören. Dazu gibt es einen kleinen Satz. Mama, vielleicht wollte ich dir das geben, was du als Kind gebraucht hättest. Mama, vielleicht wollte ich dir das geben, was du als Kind gebraucht hast. Ja. Das fühlt sich vielleicht lieb an. Ja, ich habe immer so das Gefühl, ich muss für sie da sein, Ja, weil genau. sie Ja, mir leid tat, ja. irgendwie. Ja, aber So bitte, nein, Mitgefühl nein, das müssen Sie jetzt schaffe. gar nicht erzählen, das ist ja klar. Wir müssen im Prozess jetzt weitergehen. Gut. Das fühlt sich lieb an, aber es ist ziemlich verrückt. Ja. Muss ich das sagen? Es wäre gut, wenn Sie das sagen. Das fühlt sich lieb an, aber das ist verrückt. Ich bin weder Mutter noch Vater für dich. Ich bin weder Mutter noch Vater für dich. Ich bin deine Tochter. Ich bin deine Tochter. Ist es, wenn Sie das sagen, ist das stimmig? Ja, ich muss dazu sagen, es gibt da eine Schwester, die sie verloren hatte, und sie hatte mir immer gesagt, ich sei wie ihre Schwester, ich erinnere sie immer daran. Also Okay, dann stellen ich Sie sich mal musste eher wie neben. eine Freundin für sie auch da sein. Dann So. stellen Sie sich mal neben die Mutter da, wo vielleicht, wo die Schwester gestanden hätte, die so Ja. vermisst hat. Und schauen Sie mal, wie fühlt sich das an? So neben die Mutter.
Schauen Sie, legen Sie meinen Finger auf die rote Janine. Wie geht es der roten Janine? Wenn Sie jetzt sozusagen den Platz der toten Schwester für die Mutter einnehmen. Da ist viel Sehnsucht und Trauer. Also, Also, das kann sein, dass die Mutter sich da die Sehnsucht hatte nach dieser Schwester ja, und dass das ist. sie, um der Mutter nahe zu sein, in diesen Platz gekommen sind. Ich habe ja auch den Namen bekommen von ihrer Schwester, der Das ist zweiten. doppelt verwirrend. Aber das ist dann so, dann nimmt die Mutter sie gar nicht als die lebendige Tochter wahr, sondern als irgendwie vermutete, dass sie ihre Ja. verstorbene Schwester ersetzt. Und das ist extrem verwirrend für ein Kind. Und wenn sie das Ja, es ist so erkennen, ein bisschen Traumagefühl. ja, und können Sie, wenn Sie das erkennen, können Sie sich entscheiden, wo Sie eigentlich hingehören. Dann können Sie sagen, Mama, ich kann dir nicht deine verstorbene Schwester Janine ersetzen. Mama, ich kann dir nicht deine verstorbene Schwester Waltraud ersetzen. Bin deine sehr lebendige Tochter Janine. Ich bin deine sehr lebendige Tochter Janine. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Fühlt sich gut an. Also fühlt sich gut an, ja. Jetzt kennen Sie das, dass Sie sich gut in andere hineinversetzen können. Wie würde es mir an Ja. Mutterstelle gehen? Was würde ich an Mutterstelle tun? Dann liegt es nahe, dass man der Mutter vielleicht auch manchmal gute Ratschläge gibt. Kennen Sie sowas von sich? Geht. Oder Ihr, das Gefühl? ich brauchte immer von ihr Ratschläge, sehr viele. Also, ja. Doch, ich Okay. habe ihr auch schon Ratschläge Also dann gegeben. stellen Sie einfach mal die Janine von heute an den Platz der Mutter. Sozusagen in Mutters Kapitänskajüte, die Mutter geht ein bisschen zur Seite. Und Sie stellen sich mal an den Platz der So. Mutter. Schauen Sie mal, ob Sie das kennen, dass Sie sich da zuständig fühlen und es sich vielleicht sogar besser auskennen als die Mutter selbst. Ja, es ist so ein überforderndes Gefühl für mich gerade. Ja, ist natürlich überfordernd, aber kennen Sie das von sich, dass Sie in dieser Platz vertraut ist und dass Sie denken, Sie müssen das irgendwie leisten? Ja, kenne ich. Also, Also, dass ich an ihrer Stelle alles mache, oder wie? ja, genau. Dass Sie sich auskennen, dass Sie sozusagen der bessere Lotse wären auf Mutters Boden. Hm. Sie schmunzeln. Ja, ich bin halt wie eins mit ihr. Also für mich gibt es da keine. Ah ja, so als Ich wären bin Sie. auch jetzt im Alltag mache ich alles wie sie. Ich denke manchmal wie sie. Ich handle wie sie gehandelt hätte. Das ist verrückt fast, oder? Also sie ist Also immer es bei ist so, mir genau, irgendwie. das ist, und da gibt es den einen Aspekt, dass Sie da sozusagen in Mutters Raum diesen Platz einnehmen, sozusagen in die Kapitänskajüte, da die Schalthebel sich da Ja, ausklingen. ja, Aber ja. das ist eine Illusion von und hat was mit Macht und Kontrolle zu tun. Und sind jetzt sie daran, gleichzeitig in ihrem eigenen Boot zu sein, dann kann es sein, dass ihr eigenes Boot in Seenot gerät und Ja, die Plane auf dem falschen Dampfer ist. genau. Und wenn sie das So. erkennen, können sie sich entscheiden, wo sie eigentlich hingehören. Der klärende Satz, Mama, das ist dein Platz und dein Schicksal. Mama, das ist dein Platz und dein Schicksal. Du bist du und ich bin ich. Du bist du und ich bin ich. Du lebst dein Leben, ich lebe mein. Du lebst dein Leben und ich lebe mein Leben. Und dein Leben kann ganz anders sein, als ich mir das vorstelle. Dein Leben kann ganz anders sein, als dass ich mir das vorstelle. Und das respektiere ich. Und das respektiere ich. Und mein Leben kann ganz anders sein, als du es dir vorstellst. Und mein Leben kann ganz anders sein, als du es dir vorstellst. Egal, ob du es respektierst oder nicht. Egal, ob du respektierst oder nicht. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Ja, ich arbeite ja schon länger an mir. Es ist schon, ja, es ist eine Trennung da. Es trennt sich etwas. Und Ja, genau. es ist richtig so, aber. Ja. Also bei so frühen Beziehungstraumen ist oft das Gefühl verwirrt.
Ja, sie ist Und verwirrt. solange sie sich nach diesem verwirrten Gefühl orientieren, kommen sie aus dieser Verwirrung auch die nächsten 50 Jahre nicht heraus. Ja. Es gibt die Chance, dass sie sich nach ihrem Verstand orientieren. Was würde ihr Verstand jetzt sagen? Wäre das richtig so? Ja, das ist richtig so. Wenn Sie sich heute nach Ihrem Verstand orientieren, haben Sie die Chance, heute aus dieser Verwirrung auszusteigen, und das wäre ja doch ein Angebot. Ja, das ist richtig. Ja. Aber es ist halt fremd, ja. Ja, es ist neu, Und ungewohnt. Aber Sie wollen ja auch ein neues Programm, oder? ja, ich habe jetzt das Gefühl, das innere Kind hat das Problem eben. Also Ja, ich das als innere Kind, Erwachsene. da kommen wir später noch dazu. Aber Schritt für Schritt. Ja, Und bitte gut. springen Sie nicht hin und her. Wir müssen es einfach bei dem roten Faden Gut, bleiben. ja, Es ist hat sich gut. bewährt, eine bestimmte Abfolge dieser Schritte, damit es dann am Schluss zu einer Lösung kommt. Wenn wir da hin und her springen, dann gibt es keine Lösung. Jetzt kann es sein, dass Sie sich mehr nach der Mutter orientieren, nach Mutters Ansichten und Bedürfnissen, als nach Ihren eigenen. Ja. Dann stellen Sie mal die Mutter zwischen sich und Ihr wahres Selbst. Grüne Klötze stellen Sie mal ein bisschen auf die Seite. Und legen Sie mal einen Finger auf die rote. Janine, ist Ihnen das vertraut, dass die Mutter Ihnen näher steht als Ihr wahres Selbst? Ja, sie lässt mich gar nicht dran hier. Ja. Sie möchte den Na, Platz. naja, es ist offen, ob die Mutter sich da eindrängt oder ob Sie die Mutter von sich aus da hineinziehen. Um irgendwie Sicherheit zu haben, um nicht alleine zu sein. Lassen wir mal offen. Aber jedenfalls, das kennen Sie, und das fühlt sich auf der einen Seite so an wie Nähe und Harmonie, aber auf der anderen Seite kann es auch Ich sage, stark machen. es ist auch Wie? bedrohend, irgendwie. Ist auch bedrohlich, weil es hindert Sie daran, Sie selber zu sein. Jetzt Aha. nehmen Sie nochmal den blauen Würfel für Mutters Probleme und legen den zwischen die rote und die blaue. Wenn jetzt Mutters Probleme. Legen Sie nochmal den Finger auf die rote Janine. Sie sind es vertraut, dass Mutters Probleme in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegen. Ja, das ist alles bei mir. Ja, nun gibt es ja noch diese Verletzung durch die Mutter, eine Mutter, die die Tochter gar nicht richtig wahrnimmt, die sie verwechselt mit ihrer verstorbenen Schwester. Und diese Verletzung, dafür nehmen wir einen roten Würfel. Das sind sozusagen Ihre Verletzungen durch diese Mutter. Die legen Sie mal zwischen sich und den blauen Würfel. Und schauen Sie, ob Sie das kennen, dass auch Ihre eigenen Verletzungen durch die Mutter, dass sie sozusagen in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegen, als wären Sie dafür zuständig. Können Sie es mir noch mal sagen mit dem Würfel? Der rote Entschuldigung. Würfel, das sind Ihre Verletzungen durch die Mutter, eine Mutter, die Ja. gar nicht als Tochter sieht, sondern die sie verwechselt mit ihrer verstorbenen Schwester. Ja. Und da kann seine emotionale Verlassenheit kann damit zusammenhängen oder Überforderung oder benutzt werden. Benutzt werden eher, Ja. also dass ich einfach, das habe ich allgemein das Thema, dass ich Das wären dann hier Ihre Verletzungen durch benutzt die Mutter. werde. Und kennen Sie das, dass das in Ihrem Zuständigkeitsraum liegt, so als wären Sie dafür verantwortlich oder als wären Sie daran schuld? Dass die Schwester nicht mehr da ist, oder? Nein, dass sie für diese Verletzung durch die Mutter, als wären das ihr Problem. Aha. Ja, teils, teils doch. Und Sie wie geht es denn da der Janine von heute, wenn alle diese schweren Dinge in ihrem Raum sind, die eigentlich mit ihrem Wesen gar nicht einfach vereinbar sind? nicht gut, es geht mir, ich bin überfordert, aber ich Also, kenne das, ich kenne nur das. ja, Sie kennen Aber nur das. das, genau das ist es. Das ist die emotionale Realität Ihrer Kindheit bis heute. Ja. Und es ist unmöglich, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, weil Sie von der Mutter gar nicht wahrgenommen werden. Eigentlich wurde ich gar nicht wahrgenommen, es ist eigentlich eine Illusion, hä? Genau. Und dann hat man selber das Gefühl, mich gibt es vielleicht gar nicht. Ja? Ja. Aber Sie wollten überleben und Sie haben überlebt, und wir untersuchen jetzt die Strategien, die Sie da angewendet haben, um zu überleben. Diese Strategien sind erstaunlich stereotyp. Das eine betrifft die kindlich vitale Janine. Legen Sie die mal vor den roten Würfel auf den Tisch. Das grüne Klötzchen legen Sie mal vor den roten Würfel auf den Tisch.
Die andere Seite, damit ich sehen kann. Die andere Seite. So. Dann packe So. ich, dann, genau, und dann packe ich sie mal dieser grünen liegenden Janine erstmal den roten Würfel drauf. Die eigene Verletzung. Und es ist nachvollziehbar, dass diese Verletzung durch die Mutter ihre Lebendigkeit belastet. Ja, das ist so, ja. Dann nehmen Sie nochmal Mutters Probleme, Mutters Schicksal, den blauen Würfel, und legen den auch noch oben drauf. Und für Sie stimme ich an, dass auch Mutters Probleme, Mutters Schicksal ihre Lebendigkeit belastet. Ja, das ist alles. Ich habe das Gefühl, das ist alles wie traumatisiert, Ja, alles. das ist das alles, was wir jetzt anschauen, ist Trauma. Ja? Sein frühes Ja, Beziehungstrauma. ja. Und jetzt kann es sogar sein, dass Sie selber eine Strategie entwickelt haben, Ihre eigene Lebendigkeit zu verleugnen, zu unterdrücken. Entweder um den eigenen Schmerz gar nicht so zu spüren. Ja, und um andere zu gefallen. Oder um sich vor weiteren Verletzungen zu schützen. Oder um die Mutter zu schonen, die nicht so belastbar ist. Zu schonen auch. Ja. Zu schonen, ja, Und und dann stellen Sie sie. mal die rote Janine von heute oben auf diesen Turm. Sie geht jetzt dadurch in eine magisch grandiose Position. Das ist ein bisschen höher als die anderen. Sie ist nicht so selbstbezogen wie die anderen. Und man kann daraus auch eine Tugend machen und sich dann besser fühlen als die anderen. Ja. Ist verbunden mit Kontrolle, mit Perfektionismus. Ja, Und Sie Perfektionismus gehen auch. auf eine höhere Ebene. Es kann sein eine Verstandesebene, es kann auch sein eine esoterische Ebene, eine spirituelle. Ja. Also Parallelwelten, Fantasiewelten. Ja, Und, das hatte ich viel und ja. das ist, ich bin nicht ganz auf dem Boden immer gewesen, Genau, weißt du? ja. Mich Und geerdet. dann statt Antennen nach innen zu haben, entwickeln Sie dann Antennen nach außen, um zu spüren, wie geht es den anderen, wie müssen Ja. Sie sich auf die anderen einstellen. Ja, und dann fühle ich mich gar nicht mehr. Wie müssen Sie sein, damit Sie nützlich sind für die anderen? Und es ist, liegt nahe, wenn man so kein gutes Selbstwertgefühl entwickeln konnte, dass man dann sich wertvoll fühlen möchte, wenigstens dadurch, dass man nützlich ist für die anderen. Aber das ist ein ganz brüchiges Selbstwertgefühl, das schwankt zwischen Selbstüberhöhung und Selbstabwertung und Erniedrigung. Ja. Denn wenn Sie erkennen, dass Sie das gar nicht leisten können, was Sie da vorhaben, dann ist es ein Grund, sich selber abzuwerten, sich selber schlecht zu machen und das kennen Sie. Ja. Und jetzt hätten wir sozusagen das Überlebensprogramm Ihrer Kindheit rekonstruiert mit diesem Symbol. Haben Sie das Gefühl, dass dieses Programm heute noch wirksam ist? Nein, das hindert mich nur an vielen Sachen. Nein, ob dieses Programm heute noch wirkt in Ihrem Leben. Ja. Also das ist ja die Ursache für den ganzen Stress, für die ganzen Probleme. Ja, das ist, das, ich lebe nur mit dem eigentlich. Ja. Und bisher hat das Ihr Leben bestimmt, ohne dass Ihnen das bewusst war. Das ist auch ziemlich therapieresistent. Also in der Therapie kann er wenig daran ändern. Jetzt können Sie es sehen und jetzt können Sie selber dieses Programm löschen. Was haben Sie? Ja, das möchte ich. Dann nehmen Sie doch erstmal die Janine aus dieser magisch-grandiosen Position herunter und stellen Sie mal neben Ihr eigenes wahres Selbst. Wo steht Ihr eigenes wahres Selbst? Also wir haben ja Mutters wahres Selbst. Ja, und das ist Ihr eigenes wahres Selbst. Und stellen Sie mal ein bisschen auf Abstand zu der ganzen Problemzone. Zu mir nach rechts. Beide zusammen. Genau. Was auch. Genau. Ja. Und jetzt brauchen wir ein anderes Symbol für diese magisch-grandiosen Strategien. Dazu nehmen wir ein überlanges, schlankes, rotes Klötzchen. Schauen Sie mal, ob Sie sowas haben. Nur das Ja, oder einen runden. das Schmale, das ist gut. Das stellen Sie oben drauf. Den blauen Würfel. Das ist jetzt diese magisch-grandiose Hier hoch. Strategie, oder da oben drauf, genau. Wir rekonstruieren jetzt das Programm und lösen die Elemente heraus, die Sie heute tatsächlich für Ihren Lebensvollzug brauchen. Das ist einmal die Janine von heute, die haben wir da heruntergeholt. Jetzt liegt aber immer noch das kindliche Selbst, die emotional vitale Janine platt unter diesen ganzen Themen. Und Sie können auch diese Janine befreien, indem Sie ein anderes Symbol nehmen für diese Strategie der Selbstverleugnung, nämlich einen grünen Würfel. Diesen grünen Würfel legen Sie mal neben die liegende Janine,
Und da können Sie selber diese liegende Janine befreien, indem Sie den ganzen Turm verschieben auf den grünen Würfel. Dann legen Sie meinen Finger auf die grüne Janine. Schauen Sie mal, ob die eine Entlastung spürt, wenn Sie ihr diese Themen abnehmen. Ja, es fühlt sich leicht an und entlastet. Und dann können Sie diese liegende Janine aufklären und können sagen, das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange, lange vorbei. Das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange, lange vorbei. Wir beide haben es überlebt. Wir beide haben es überlebt. Du warst ja gar nicht zuständig. Du warst gar nicht zuständig für all das. Du bist ganz unschuldig. Du bist ganz unschuldig. Und du gehörst nicht in die Vergangenheit, ich brauche dich hier und heute. Und du bleibst nicht in der Vergangenheit. Du Ich brauche dich. gehörst nicht in die Vergangenheit. Du gehörst nicht in die Vergangenheit. Ich brauche dich hier und heute, Um mein Leben feiern zu können. um mein Leben feiern zu können. Kommt es an bei der liegenden emotionalen Janine, wenn sie das hört? Ja, kommt an. Nun sieht es so aus, als wäre diese kleine Janine damals sehr allein gewesen in ihrem Leid. Keiner hat es gesehen, keiner hat es verstanden, keiner hat ihr geholfen. Dann tut es ihr vielleicht ganz gut, wenn es heute endlich mal jemand sieht, wenn endlich mal jemand sie aus dieser Verwirrung herausholt. Und Rot und Gelb könnten noch liebevoll auf sie zukommen und sie da herausholen. Dann nehmen Sie mal die liegende Janine neben zwischen sich und Rot und Gelb holen sie da heraus. So. Ja. In Sicherheit bringen. Ja. Auf Abstand nach rechts. Und da kann sich jetzt die vital-emotionale Janine erholen. Wie Ja. geht's dir da? Geht gut. Es fühlt sich sehr neu an. Ja. Also wie aufgehoben, dass ich Ja, so ist es. von mir selbst auch mal aufgehoben werde. Ja. Und das, was Gut. da aufgetürmt ist vor Ihnen, das nennen wir das Trauma-Konglomerat. Das waren die Elemente, die Ihr bisheriges Stressprogramm ausgemacht haben. Die Elemente, die Sie heute noch benötigen, die haben wir da herausgelöst und ersetzt durch diese anderen Symbole. Und dieser Rest, der ist unverträglich mit Ihrem Selbst, mit Ihrem Wesen und passt auch gar nicht in die Gegenwart. Das können Sie alles jetzt aus dem Sichtbereich herausschieben, nach hinten links. Die Ich tue es Mutter, abdecken. ja, die Mutter und ihr selbst stellen sie auch dahinter. So, jetzt ist es weg. Und dann lassen Sie mal die rote Janine von heute spazieren gehen in dem Raum, der jetzt frei geworden ist. Wie fühlt sich das an für die Janine? So, diese, hä? Ja. Ja, ungewohnt. Ja. Aber ja, ein bisschen frei und doch eigentlich gut. Aber im ersten Moment war es sehr ungewohnt, ja. Natürlich, also es wird Es ungewohnt ist wie sein. ein Neuanfang, glaube ich, wo jetzt beginnen könnte. Genau so ist es. Also bisher dieses Programm, das war ja wie ein Zwang, dem Sie da ausgeliefert waren und da brauchten Sie gar keine eigene Orientierung. Jetzt fällt dieser Zwang weg und jetzt brauchen Sie natürlich eine Orientierung. Und Ihr bisheriges Programm war ja ausgerichtet auf Ihr Trauma und auf das Trauma der Mutter. Und stattdessen können Sie sich ja ein Programm entwickeln, was orientiert ist an Ihrem eigenen wahren Selbst. Ja. Und dann rücken Sie mal das gelbe Klötzchen des wahren Selbst in den Sichtbereich von dem roten Klötzchen. Und das wäre sozusagen Ihr wahres Selbst. Und ich habe den Eindruck, dass in Ihrer Familie diese Würde und der Wert der kleinen Janine gar nicht wahrgenommen wurde, wenn sie da so Ja. unbewusst verwechselt wurden mit dieser verstorbenen Schwester. Das ist so, das denke ich jetzt auch, wo Sie sagen, stimmt das, Und ja. manchmal passt man sich ja an die Sichtweise der Mutter und dann können Sie erstmal symbolisch die Brille der Mutter ablegen. Dann schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf dieses wahre Selbst von Janine.
Gibt es an dem etwas auszusetzen? Nein, gar nicht. Er könnte stellvertretend für das wahre Selbst von Janine sagen: Hallo Janine, ich bin dein wahres Selbst. Da gab es damals dein Trauma mit der Mutter, es gab Mutters Traumata. Das alles ist vorbei, es hat mit dir heute gar nichts zu tun. Und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Kommt das Ja. an bei Janine? Hm? Wie kommt das an bei Ihnen? Sehr gut. Es tut sehr gut. Es fühlt sich bestärkend an. Nun, wir haben ja gesagt, das gehört ja eigentlich zu Ihrer Grundausstattung dazu. Man könnte sich natürlich fragen, warum waren Sie nicht schon längst mit diesem wahren Selbst verbunden? Und wir haben ja gesehen, dass Sie quasi verklebt waren mit diesen ganzen alten Themen von damals. Wenn es für Sie stimmig ist, können Sie zu Ihrem wahren Selbst sagen, anscheinend war ich noch so verklebt mit diesen alten Themen, dass ich dich bisher gar nicht wahrnehme. Anscheinend war ich so verklebt mit diesen alten Themen, dass ich dich gar nie wahrnehmen konnte. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Hast du auch nicht verdient. Das hast du auch nicht verdient. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sagen? Und das hören? Ja, also ich fühle mich irgendwie schuldig, Ja. dass ich mich so verlassen habe selbst. Es ist so ein Bedauern, als hätten Sie da möglicherweise was versäumt. Andererseits, wenn Sie das jetzt erkennen, gibt es ja die Chance, dass sich dadurch was ändert. Nun haben wir ja gesehen, dass Sie selber eine Strategie entwickelt haben, Ihre Lebendigkeit sich selber zu verleugnen, sich klein zu machen, um sich zu schützen, um andere zu schonen oder um für andere nützlich zu sein. Ja, das Auch das stimmt. könnten Sie Ihrem Selbst mitteilen. Anscheinend haben Sie selber die Strategie, dich zu verleugnen. Anscheinend habe ich selbst die Strategie entwickelt, dich selbst zu verleugnen, Um mich zu schützen, um mich zu schützen, um andere zu schonen um andere zu schonen, oder um für andere nützlich zu sein. um für andere da zu sein, Nützlich zu nur nützlich zu sein. sein. Auch das hat mit dir gar nichts zu tun. Das hätte mit dir gar nichts zu tun. Ist es für Sie stimmig, wenn Sie das sagen? Ja. Was für ein Gefühl kommt dabei? Ja, ein bisschen, also Traurigkeit einfach auch. Ja, Es auch tut. so ein Bedauern, es könnte auch ein Schmerz sein. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie das erkennen, gibt es ja auch da wieder die Chance, dass sich jetzt in Zukunft etwas ändert. Ja, auf jeden Fall. Nun, wir verstehen ja alle Ihre Probleme als Folge früher Beziehungstraum, beziehungsweise als Folge dieser damals reflexartig entwickelten Überlebensstrategien, Selbstverleugnung, magisch-grandiose-Strategien. Den meisten Betroffenen ist es natürlich nicht bewusst. Da kann es sein, dass man irrtümlich sich selber den Schuld gibt an diesen eigenen Problemen. Kennen Sie sowas von sich? Ja, ich habe auch mehrere Probleme danach angezogen durch dieses Naja, Blau, das ist dann eine ganze das. Kette und dann denkt man am Schluss, so, dass auch andere Leute sagen, du bist doch selber schuld. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass ich an allem selbst schuld bin eigentlich. Und das ist ja auch noch das Problem. Das ist jetzt sehr fatal, denn die einzige Alternative zu Ihrem bisherigen Programm wäre ja eine Orientierung an Ihrem wahren Selbst. Wenn Sie es aber irrtümliche wahre Selbst schuldig halten an Ihren ganzen Problemen, dann ist ja diese Alternative blockiert, dann klappt die Falle zu. Und das kennen Sie vielleicht, dieses Gefühl, in so einer Falle zu stecken. Ja. Aber auch das könnten Sie lösen, indem Sie das Ihrem Selbst mitteilen. Schauen Sie mal, wie es für Sie anfühlt, wenn Sie sagen, anscheinend habe ich irrtümlich dich für meine Probleme verantwortlich. Anscheinend habe ich dich für meine Probleme verantwortlich gemacht. Es fehlt irrtümlich. Anscheinend habe ich irrtümlich dich für meine Probleme schuldig gemacht. Es tut mir sehr, sehr leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Du bist ganz unschuldig. Du bist ganz unschuldig.
Ist das für Sie stimmig, wenn Sie das sagen? Ja, es ist stimmig, es ist einfach, eben, es ist ein Irrtum, es ist so eine Illusion irgendwie. Ja, es kann natürlich sehr schmerzlich sein. Sie gehören sicher zu den Menschen, die es gerne immer richtig machen wollen. Und wenn Sie jetzt Ja, merken, aus Angst abgelehnt zu werden, oder? zum Beispiel, wenn Sie Ja. jetzt merken, dass Sie in so einem wichtigen Punkt sich getäuscht haben, dann kann das sehr schmerzlich sein. Aber wenn Sie diesen Schmerz zulassen, dann könnte sich der Zugang zu Ihrem wahren Selbst öffnen. Ja. Und legen Sie meinen Finger auf Ihr wahres Selbst, ob Sie spüren können, ob Ihr wahres Selbst Ihnen dafür böse ist, dass Sie es verleugnet haben, dass Sie es sogar zu Unrecht beschuldigt haben. Nein, es ist ganz neutral. So ist es. Dass das erstaunlich ist, war selbst ist überhaupt nie böse, habe ich noch nie erlebt. Im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Janine, dann bei diesem wahren Selbst. Ja. Und bedingungslose Liebe heißt, diese Liebe gibt es gratis, Sie müssen dafür nichts leisten, Sie müssen auch nicht einmal brav oder gehorsam sein. Können Sie sich was überhaupt vorstellen, dass es so etwas gibt für Janine? Nein, aber ich wünsche es mir schon lange, dass man einfach bedingungslos geliebt wird. Und Sie könnten das gleich spüren. Die einzige Voraussetzung wäre, dass Sie von sich aus nochmal die Achtung nachholen für Ihr wahres Selbst und das rote Klötzchen sich leicht verneigt vor dem gelben Klötzchen. Und gleichzeitig stellen Sie sich vor, dass Sie sich innerlich drei Atemzüge lang verneigen vor Ihrem eigenen wahren Selbst. Spüren Sie dabei in sich hinein, wie fühlt sich das an, wenn Sie sich selber so verneigen vor Ihrem wahren Selbst? Sehr gut, fühlt sich sehr gut an. Frieden. Mein Bild dazu ist, bisher haben Sie Ihre Beachtung und Wertschätzung mehr in Richtung Mutter und deren Trauma gerichtet. Und jetzt bekommt endlich der Teil von Ihnen diese Beachtung und Wertschätzung, die jetzt verdient, nämlich Ihr eigenes wahres Selbst. Und damit drückt sich etwas zurecht, was bisher verrückt war. Ja. Und spüren Sie jetzt mal, fühlen Sie mal, fügen Sie mal Gelb und Rot zusammen. Legen mal einen Finger quer drüber. Und spüren Sie mal nach, ob die jetzt verschmelzen können, diese beiden Elemente, die so lange getrennt waren. Ja, es kommt Leichtigkeit und ein wohliges Gefühl, spüre ich einfach, jetzt so angenommen zu sein und Das ist eigentlich Ihr Potenzial. Es kann sein, dass Ihnen das auch nicht ganz unbewusst, unbekannt ist, diese Zustände von Selbstverliebtheit. Manchmal erlebt man das in der Natur, Ausland, weit weg von zu Hause. Kenne ich. Ich suche ja das auch im Außen, also in der Natur. Ich gehe viel. Aber im Alltag geht Ja. es halt leicht wieder verloren und damit es jetzt in Zukunft nicht so leicht verloren geht, müssten Sie einfach lernen, genau zu unterscheiden, was gehört hier und heute zu Ihnen, was gehört nicht dazu. Und unter diesem Gesichtspunkt müssten wir die ganzen Elemente auf der anderen Seite der Sichtbänder untersuchen. Wieder herholen. Müssen wir die Sichtbänder weg und die ganzen Plätzchen wieder her. Das erste Element, was wir untersuchen, ist dieser rote Würfel. Das sind Ihre Verletzungen durch die Mutter. Das war sozusagen der Kristallisationskern, um den sich herum das ganze Konglomerat gebildet hat. Die Frage ist, ob diese Verletzungen durch die Mutter heute noch für ihre Orientierung wichtig sind. Nein, es ist nicht mehr wichtig. Dann können Sie in die rechte Hand die rote Janine von heute holen. Die linke Hand nehmen Sie dieses Trauma von damals. Beide stellen Sie an die Vordertischkante weit auseinander. Dann können Sie symbolisch mit der roten Janine von heute dieses Trauma von damals stoppen, mit einem kräftigen Stopp. Die Kraft dazu, Sie haben das Recht dazu, das wäre der gesunde Schutzreflex. Wenn das funktioniert, dann wissen Sie besser, wer Sie sind, wer Sie nicht sind. Wie geht es Ihnen dabei? So gut.
Und es ist genauso gesund wie bei den Tigern, wenn die ihr Territorium frei machen und Beute machen zu können. Schauen Sie mal, wie es ist, wenn die mit einem Tiger schreien. Muss ich einen Tierschrei machen jetzt? Tiger schreien. Tigerschrei. Rau! Rau! Wie geht's Ihnen dabei? Rau! Rau! Wie geht's Ihnen dabei? Gut, es ist befreiend. Also, ich will Ihnen kurz erklären, das ist eigentlich Ihre gesunde Kraft. Ja, die Und habe ich schon. es kann sein, dass Sie die aber nur selten gezielt und geballt einrichten, weil Sie innerlich verwirrt sind. Diese Ja. Kraft hat nämlich die Aufgabe, zu erkennen, was mit Ihrem Wesen unvereinbar ist. Und wenn Sie das aus Ihrem Raum wieder entfernen, dann können Sie optimal Sie selber sein. Wenn Sie jetzt zu viele Traumata in Ihrem Raum gespeichert haben, dann kann es sein, dass wir jetzt was zu Ihrer Identität heute gehören. Dann ist diese Kraft verwirrt und gelähmt und dann richtet sich die Kraft eher gegen Sie. Ja. Das wäre Probleme, Schuldgefühle, Selbstabwertung, Ängste und Krankheiten des Kindes. Sie Ja. können jetzt die Kraft wieder gezielt und geballt für sich einsetzen, gerichtet, dann machen Sie eine neue Erfahrung. Sie sind handlungsfähig. Und das kann Glückshormone aus. Und jetzt stoppen Sie nochmal mit einem Tigerschrei dieses Trauma und schauen Sie mal, ob Sie diese Glückshormone spüren können. Wow! 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 Geht es Ihnen dabei? Gut, befreiend. Ja. Dann legen Sie meinen Finger auf die grüne Vitale, Janine. Die lag ja bis vorhin platt unter diesen ganzen Themen. Wenn die jetzt mitbekommt, man kann das stoppen. Da gibt es sogar Glückshormone. Wie geht es denn der vitalen, emotionalen Janine? Ja, so. Sie ist, auf einer Seite möchte sie das auch, und auf der anderen Seite ist sie ein bisschen gelähmt. Aber vielleicht meine ich es auch nur. Ja, also Sie können sie vielleicht brauchen. Vielleicht möchte ich erstmal gemeinsam mit der Roten das stoppen. Ja, denke, das ist gut, da gibt es ein Sollen bisschen. Sie mal probieren. Gut. Wow! 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 Und können Sie spüren, wie es da der Grünen geht, der Vitalen? Sie fühlt sich ein bisschen unsicher noch, aber. Hat sie vielleicht die Erlaubnis von Ihnen? Schauen Sie, ob es hilft, wenn Sie sagen, wir brauchen das nicht mehr, du hast die Kraft und das Recht, das zu stoppen. Wir brauchen das nicht mehr. Du hast die Kraft und das Recht dazu, es zu entfernen. Wie kommt es dann bei der vitalen Janine? Ja, es. Sie ist ein bisschen noch zurückhaltend, aber es ist okay. So. Möchte sie mal versuchen, mit dem wahren Selbst zusammen das zu stoppen? Ja, vielleicht. Es gibt dir, glaube ich, mehr Sicherheit irgendwie. Schauen Sie mal, wie viel es ist, wenn die es gemeinsam stoppen. Ja, das ist sehr entschieden. Wie geht es Ihnen dabei? Wie geht es Ihnen dabei? Besser. Ich fühle mich mehr unterstützt eigentlich. Also es gibt mir mehr Kraft, wenn das Wahre dabei ist. Und die emotionale Janine, die könnte auch mal schauen, ob sie es wagt, einen Tigerschrei, ordentlich laut Tigerschrei loszulassen. Wie Wow. geht's dir da? Gut. Es tut gut. Es ist befreiend einfach. Und traut sie sich jetzt auch mal alleine, das zu stoppen? Ja, ich glaube, jetzt ist besser. Wow! 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 Und wie geht's Ihnen Wow! dann? Ist gut. Es ist gut. Es tut gut. Und kann es Sie sein, dass es befreit eine ganz andere Qualität ist, wenn die grüne das stoppt, als wenn die rote das stoppt? sich. Ja, es ist mehr kindlich, halt einfach mehr freier noch. Und so Sie soll macht das die ein Spiel draus eine Lebensfreude. irgendwie. Ja. Ja. Und das war ja genau das Thema, dass die rote bisher ja diese lebendige, emotionale Janine unterdrückt hat, um sich zu schützen, um andere zu schonen und für andere nützlich zu sein. Und jetzt wird sie befreit.
Und jetzt müssen die auch nicht mehr gegeneinander arbeiten, Rot und Grün, sondern können gemeinsam arbeiten. Dann wird vielleicht auch die rote Janine von heute angesteckt von dieser Lebensfreude. Schauen wir mal, wie sich das jetzt anfühlt. Beide zusammen. Alles klar. Round. 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 Und wie geht es Ihnen dabei? Es geht gut. Ja. Dann können die doch die beiden ihre neue zusammen. Es kommt, die Wut kommt langsam. Es Ah braucht ja. einen Moment. Ja, es Die war ist bisher. schon unterdrückt, etwas Ja, die da. kommt langsam, kommt die hoch. Das ist doch ein gesundes Zeichen. Und wenn die beiden können ihre gemeine neue Zusammenarbeit feiern, indem sie dieses Trauma für immer vom Tisch hauen mit einem ultimativen Tigerschlag. So, jetzt. Wie geht's Ihnen jetzt? Freier. Ich bin befreit von dem bis jetzt, hoffe ich. Und schauen Sie mal, ist es nicht interessant, das, was Sie bisher blockiert hat, dieser rote Würfel? Es hat gar Doch. keine eigene Macht. Die ganze Ja. Macht, die es hat, die hat es durch Sie. Und wenn Sie Ja. diesem Element den Stecker ziehen, dann zeigt sich, es ist einfach wie ein Papiertiger, den man vom Tisch entfernen kann, ohne Verlust. Ja. Und das nennen wir Selbstermächtigung. Fühlt sich gut an jetzt. Sie ist jetzt wie weggeblasen im Moment. Das Hoffe, es nächste, bleibt. ja, das nächste Element ist jetzt diese grüne Würfel. Das ist die Strategie von Selbstverleugnung, Selbsterniedrigung. Und das kennen Sie auch von heute noch, dass Sie sich so klein machen, um sich zu schützen, um andere, für andere nützlich zu sein. Und Ja. brauchen Sie das in Zukunft noch für Ihre Orientierung? Nein, möchte ich nicht mehr. Ja. Dann ist es ist es aber wichtig, dass Sie das achten, dass es irgendwann mal für Überleben wichtig war. Wir können Ja. sagen, ich achte es, dass du für mein Überleben einmal wichtig warst. Ich achte sehr, dass du für mein Überleben einmal wichtig warst. Darum ist es auch nicht gut, wenn ich mich selber dafür ablehne. Wie? Darum ist es auch nicht richtig, wenn ich mich selber dafür ablehnen würde. Darum ist es auch nicht richtig, dass ich mich selber dafür ablehnen würde. Aber jetzt bin ich dabei, meine Tigernatur zu entdecken. Aber jetzt bin ich dabei, meine Tigernatur zu entdecken. Und da kann ich mich von dir verabschieden, Film. Und so kann ich mich bei dir verabschieden. Ist das für Sie? Sehr gut. Und dann können Sie mal schauen, wie es ist, wenn Sie jetzt mit Rot und Grün gemeinsam das den grünen Würfel stoppen. Wie geht's Ihnen dabei? Muss noch ein bisschen reinfühlen. Stopp. Es ist sehr gut. Sehr gut fühlt sich's an. Und wenn Sie denken, Sie brauchen das nie wieder, können Sie auch das für immer entsorgen im kosmischen Wächter. Oh, das ist gut. Das nächste Element ist diese magisch-grandiose Strategie. Dieses schmalrote hohe Krittchen. Und kennen Sie das? Das ist eine Tendenz, dass Sie dazu neigen, sich gleich zuständig zu fühlen für die Probleme von anderen. Ja, habe ich auch schon daran gearbeitet, ist nicht so schlimm, aber es Aber so geht als. manchmal unbewusst sehr schnell, ja, dass man dann im Feld vom anderen wieder ist. Genau. Und nicht nur das, sondern es muss dann auch perfekt sein. Ja, doch. Und wenn es dann nicht klappt, was ja gar nicht klappen kann, dann fühlen Sie sich schlecht und werten sich selber ab. Und das kennen Sie auch natürlich. Ja. Und dieses Programm ist einfach verbunden mit Selbstüberforderung, mit Erschöpfung und mit Selbstabwertung. Und die Frage, das war damals für Ihr Überleben wichtig, aber die Frage ist, ob Sie es in Zukunft noch brauchen. Nein, brauche ich nicht mehr. Kann auch sein, dass in Ihrem Beruf Sie sehr viel Anerkennung bekommen dafür, dass Sie so hundertprozentig sich einsetzen. Kennen Sie sowas von sich? Nein, also ja, ich suche es immer, Ja. dass ich Anerkennung bekomme Und irgendwie. wenn man eben von Hause aus nicht so ein gutes Selbstwertgefühl hat, dann liegt es ja nahe, dass einem diese Anerkennung sehr wichtig ist. Ich bin oft bereit, dafür eine Menge Energie hineinzusetzen, Fantasie und Kreativität.
Aber wenn Sie dann am Schluss des Tages schauen, wie viel Sie da eingesetzt haben und wie da im Verhältnis dazu die Anerkennung ist, dann ist es immer ein Defizitgeschäft. Ja. Das führt zur Erschöpfung. Erschöpfung und auch also Depression halt manchmal auch. Und die Frage ist jetzt, brauchen Sie das in Zukunft noch? Das da. Nein, brauche ich nicht mehr. Dann darf es doch gesund schrumpfen, legen Sie mich kurz mal auf den Tisch. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass alle Aufgaben und Verpflichtungen, die andere Ihnen immer wieder aufbürden oder die Sie selber an sich reißen, um sich nützlich fühlen zu dürfen für andere, die fallen jetzt ab von Ihnen. Die ganze Energie und Fantasie und Kreativität, die Sie da immer wieder hineinstecken, die fließt jetzt zu Ihnen zurück. Können Sie jetzt anderweitig verwenden, zum Beispiel, um Ihr Leben zu feiern. Ja. Dann verwandelt sich dieses magisch-grandiose Selbst immer mehr in eine schlaffe, leere Hülle, wie ein Kokon, aus dem ein Schmetterling geschlüpft ist. Und dieser Kokon, der war möglicherweise für eine kritische Phase des Schmetterlings wichtig, für dessen Entwicklung. Aber nachdem der geschlüpft ist, wenn Sie da immer noch diesen Kokon festhalten, dann kann er leicht zu einer Falle werden oder zum Gefängnis. Ja. Die Frage ist, ob Sie das heute noch brauchen. Nein, brauche ich nicht mehr. Da können Sie es auch wieder stoppen, symbolisch, aber zuvor auch da würdigen, dass es anscheinend für Ihr Überleben wichtig war. Ich achte sehr, dass das für mein Überleben wichtig war. Ich achte sehr, dass du für mein Überleben wichtig warst. Und dafür bin ich auch dankbar. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Jetzt bin ich dabei, meine Tigernatur zu entdecken. Jetzt bin ich dabei, meine Tigernatur zu entdecken. Jetzt kann ich mich von dir verabschieden. Somit kann ich mich jetzt von dir verabschieden. Und schauen Sie mal, wie fühlt sich das jetzt an? Ja, es fühlt sich gut an. Es ist halt wie ein Freund auf eine Art, wo immer da war jetzt. Ja, es ist wie so ein Weggefährt. Ja, und Und auch da gibt es, kann es so einen Abschiedsschmerz geben. Aber es ist ein gesunder Abschiedsschmerz, denn wenn Sie durch diesen Schmerz durchgehen, öffnet sich die Türe für eine neue Form von Selbstverbindung. Dann können Sie die Tigerin sein. also ab bitte jetzt Dann muss ich abstoßen. wieder stoppen, nochmal stoppen, ja. Wenn Sie das magisch-grandiose querlegen, dann geht es leichter. Nochmal. Stopp. Wie geht es Ihnen dabei? Ja, es geht gut, aber ich bin da ein bisschen zurückhaltender. Es Ja? fällt mir schwerer, jetzt diesen Teil abzuschieben. Also es geht ja darum eigentlich, dass ich mich jetzt trenne von diesen So Mustern. ist es, ja. Und dann nehmen Sie doch mal die grüne Vitale, Janine. Die grüne Vitale, Janine, ist ja die perfekte Spaßbremse. Immer nur Probleme, immer nur für die anderen, immer nur vernünftig sein. Die vitale Janine möchte gerne Party machen. Sie hat vielleicht schon lange genug von diesem Muster. Und darf die jetzt auch mal auf ihre Art und Weise da stoppen? No. Das ist Geht's? besser. Geht gut. Man könnte vielleicht auch sagen, ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Du kannst jetzt gehen. Ja. Ja, soll ich es vom Tisch gerade? Nein, jetzt darf die Grüne nochmal die Rote dazu nehmen. Vielleicht wird die Rote ja angesteckt von dieser Begeisterung der Grünen. Okay, schauen Sie mal, wie es ist, wenn die jetzt gemeinsam das stoppen. Ja, ist besser. Ist Wenn Sie gut. denken, Sie brauchen das nie wieder, kann es für immer entsorgen im kosmischen Weltraum. Ist gut. Nun kommen wir zu der Mutter und zu deren Rot. Nehmen Sie mal den blauen Würfel.
Nehmen Sie mir auf die Handfläche. Das ist Mutters Schicksal und schauen Sie mal, wenn es vertraut ist, dass Sie sich damit beschäftigt haben. Das wäre jetzt Ihre Aufgabe, als würden Sie damit der Mutter etwas Gutes tun. Ja, jetzt Mein kommen gerade ein Befehl. bisschen Emotionen, aber es ist gut. Wie bitte? Jetzt kommen so Emotionen, wenn ich diese Würfel Was für halte. Emotionen kommen da? Trauer sehr stark. Und manchmal denkt man, man tut der Mutter was Liebes, wenn man sich darum kümmert. Kennen Sie sowas von sich? Ja. Dann will sie Ja. jetzt mal, das hat natürlich mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Jetzt kommt sie Anscheinend, ja. dazu, systemisch aufklären. Okay. Systemisch gesehen sind Sie da gar nicht zuständig. Wenn Sie sich da jetzt engagieren, dann verlieren Sie sehr viel Energie. Aber Sie können überhaupt nichts bewirken, weil Sie nicht zuständig sind. Wenn Sie dann merken, dass Sie Ihre Energie verpuffen, ohne was bewirken zu können, ist es sehr frustrierend, dann verlieren Sie die Achtung für sich und irgendwann vielleicht auch mal für die Mutter. Ja, es ist einfach so eine Trennung halt, die ich nicht kenne. Also, ja, es ist, ich weiß nicht, was das ist. Es ist seltsam schon fast, dass das so stark ist manchmal. Dann hängt es ja zusammen mit dieser verlorenen Schwester der Mutter. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch die Trauer zu der Schwester, das, und die Sehnsucht nach der alten Zeit, die fühle ich manchmal so, weißt Jetzt nehmen Sie mal ein schmales blaues Plättchen. Das ist das Symbol für Mutters verstorbene Schwester, weil drauf. du? Wo soll einfach so? Ja. Und wie ist es, wenn die jetzt auf dem Tisch steht? Ja, es ist so ein bisschen, es passt irgendwie nicht dahin und doch gehört sie dahin, ja. Sie Wir gehört können mal irgendwie. schauen, manchmal erlebe ich, dass ein Kind unbewusst verbunden ist mit diesem verstorbenen Geschwister der Mutter. Und nehmen Sie mal dieses schmale blaue Plätzchen an Ihr Herz. Schauen Sie mal, ob Ihnen das vertraut ist, dass Sie da verbunden sind mit diesem Ja, das, Wesen. ich kenne das Gefühl, das trage ich auch mit mir mit, irgendwie diese Person. Ich weiß nicht warum. Gibt Und es das, das? ja, das gibt es. Das gibt also so, es fühlt sich so immer so bei mir an, eine fremde Energie fast so. Ja, und So, es ja. kann aber sein, dass es Ihnen irgendwie das Gefühl gibt, wichtig zu sein. Ja, das ist, es Oder gibt mir auch, und das ist auch die Trauer, von dort kommt es. Es natürlich, hat mit. da kommt die Trauer her. Das ist Mutters Trauer, das ist vielleicht auch die Trauer von dieser Schwester, die sterben musste. Und das Trauma, es ist ein Traumagefühl irgendwie. Ja. Ein, so eine leichte Benebelung, weißt du, die Aber immer kann es da. sein, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie so verwirrt sind, dass Sie denken, das wäre ein Teil von Ihnen? Ja, eben, das habe ich ja. Das ist das Gefühl, dass ich habe, das gehört wie zu mir. Also aus Das unserer Sicht sieht es kennst du aus, nicht anders, ja. als würden Sie unbewusst diese Tante noch festhalten. Es gibt ja die Ja. Vorstellung, dass es für die Verstorbenen einen guten Platz gibt, wo sie ihren Frieden finden können. Vorausgesetzt, die Lebenden lassen sie los. Wenn Sie jetzt unbewusst diese Tante noch festgehalten haben, dann kann es sein, dass die ihren Frieden noch gar nicht finden konnte. Und dass auch Sie noch gar nicht in Ihr eigenes selbstbestimmtes Leben gehen konnten, weil Sie unbewusst noch verbunden waren mit diesem Leid dieser Tante. Ja. Das wäre eine Lose-Lose-Situation. Und Sie könnten daraus eine Win-Win-Situation machen, wenn Sie die Tante loslassen. Okay. Ja. Zahlen Sie davon. Sehr gut. Sehr gut, Dann stellen ja. Sie diese Es Tante ist mal ja, vor. es ist einfach so, sie ist so verbunden mit meiner Mutter, es hängt alles so zusammen. Eben. Also dadurch Ich sind Sie natürlich auch verbunden mit der Mutter. Das ist verstrickt einfach, ja. alles verstrickt, das ist alles sehr verwirrend. Ja, Aber genau. Sie könnten doch jedenfalls von sich, wenn die Mutter damit noch verbunden ist, ist Mutters Problem, da hat die, dann sind Ja. Sie gar nicht zuständig, aber was Sie angeht, können Sie doch dieser Tante sagen,
Du bist Mutters geliebte Schwester. Du bist Mutters geliebte Schwester. Und ich hätte dich gerne kennengelernt. Ich hätte dich gerne kennengelernt. Jetzt sehe dich, dass ich dich unbewusst noch festhalte. Siehst du, dass ich dich unbewusst noch festgehalten habe? Und ich muss dich nicht mehr festhalten. Ich muss dich nicht mehr festhalten. Du darfst jetzt dahin gehen, wo du endlich deinen Frieden findest. Du darfst jetzt dahin gehen, wo du endlich deinen Frieden findest. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Tante? Ja, es fühlt sich gut an, ein bisschen Dann ungewohnt, ja. legen Sie meinen Finger auf diese Tante Waltraud und schauen Sie, ob Sie spüren können, wie wir das für die Tante, wenn Sie diese Tante so würdigen. Und wenn Sie sie loslassen, damit sie ihren Frieden finden. Ja, es ist auch Traurigkeit sehr hier, aber sie ist auch dankbar. Aber auch, es ist ein starkes Schicksal, das da war, ist halt. Aber es fühlt sich gut an und Und sie ist dankbar. wie ist es für Sie, wenn Sie sehen, dass die Tante sogar dankbar ist, wenn Sie sie loslassen? Sie ist gesund, es fühlt sich gesund an eigentlich, dass es so Ja. sein muss, oder? Und es kann auch erleichternd sein. Ja, auf jeden Fall. Manchmal denkt man, das hat was mit Liebe zu tun, wenn man die festhält. Aber wenn Sie jetzt sehen, dass Sie tun damit niemandem was Gutes, dann können Sie eher sich davon lösen. Es kommt so ein Gefühl, dass ich es zum Gut, also einfach für die Mutter getan habe, sie bei mir zu behalten. Weißt du? Ja, So natürlich. kommt es mir vor, als dass ich ihr so mit einem Gefallen gemacht habe, der Ja. Mutter. Ja. Komisch, ja. Dann könnten Sie nochmal zu der Tante sagen, deine Beziehung zu meiner Mama, die war einzigartig. Deine Beziehung zu meiner Mama war einzigartig. Und ich kann da nichts ersetzen. Und ich kann da nichts ersetzen. Die Janine. Die Janine. Ich bin die Janine. Ich bin die Janine. Und das genügt. Und das genügt. Ist das für Sie? Gut, ungewohnt, aber gut. Es fühlt sich ein bisschen, ja, muss mich daran gewöhnen. Aber es ist gut, sicher, es ist eine gesunde Entscheidung. Und dann können Sie doch zum Abschied der Tante Waltraud noch alles Gute wünschen, wo auch immer du bist. Ich wünsche dir alles Gute. Wo auch immer du bist, ich wünsche dir alles Gute. Ist das für Sie? Es ist gut. Wie Es ist kommt es gut. bei der Waltraud an? Ja, ich weiß nicht warum, aber es zögert etwas bei ihr. Und aber es ist gut. Es könnte ja sein, dass die Waltraud auch für Sie noch einen Wunsch zum Abschied hat. Aha. Ob Sie da was spüren? Sie sagt einfach, es war schön bei dir. Es war schön bei euch zu sein. Und sie Und kann sie die. dankt mir, einfach, ja. Ja. Der hatte vielleicht auch noch einen Wunsch für ihr Leben, für sie. Also ich fühle jetzt da einfach, dass da ganz starke Trauer von ihr auch kommt. Eine Sehnsucht irgendwie. Also ich weiß auch nicht, das tut mich jetzt gerade wieder so. Ja, es berührt mich einfach. Die Verbindung irgendwie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Tante Waltraud auch sagen würde, Janine, du bist vollständig auch ohne mich. Sagt sie das jetzt zu mir? Ne? Das könnte ich Ihnen sagen. Und du hast ein wunderbares Selbst. Mhm. Und Aber ich. warum habe ich so eine Trauer? Warum zu ihr? Was Ja, das weil so? das ist Abschied. Abschied, das tut immer weh. Auch wenn es ein gesunder Abschied ist. Okay. Wenn Sie durch diesen Schmerz hindurchgehen, dann öffnet sich die Tür für hier und heute, wo Sie mit Ihrem wahren Selbst verbunden sind. Ja. Und wenn Sie
durch diesen Schmerz nicht durchgehen möchten, dann halten Sie ja die, bleiben Sie irgendwie noch in einer Phase, wo die Waldhaut sich noch gar nicht verabschiedet. Ja, kann das auch sein, dass das diese Trauer ist, dass ich zu meiner Mutter habe und die Angst, wenn sie geht, hat das was da gemeinsam? Kann sein, dass sich da so Verlustängste auch mischen. Gut, also. Mutters Ist Verlusttrauma. gut. Ja. Mutters Verlusttrauma und Ja, ja, gut. das, wenn Sie dann gar nicht genau unterscheiden können zwischen sich, der Mutter und der Tante Waltraud, dann ist ja das eine totale Ja. Konfusion. Und dann kann man alles Mögliche kann daraus entstehen. Gut. Und schauen Also. Sie mal, können Sie vorstellen, dass die Tante Waltraud sagt, lebe dein eigenes Leben. Ja. Das kann ich fühlen, dass sie das mir sagen könnte. Und da stellen Sie mal die Tante Waltraud in ihrem Zimmer ans Fenster, irgendwo an einem Platz, wo, den Sie mit dem Licht verbinden, aber nicht auf ihrem Tisch, sondern irgendwie am Fenster. Ja. Und dann schauen Sie mal, wie es jetzt ist, wenn Sie nochmal diesen blauen Würfel nehmen. Das ist Mutters Probleme. Und Sie sagen, Mama, das ist dein schweres Schicksal. Zum Würfel? Dann zu Mama. Hm? Dieser blaue Würfel ist ja Mutters Schicksal. Ja. Unter anderem der Verlust dieser Schwester. Dann können Sie zu Mutter sagen, Mama, das ist dein schweres Schicksal. Mama, das ist dein schweres Schicksal. Und du trägst es auf deine Art und Weise. Und du trägst es auf deine Art und Weise. Beziehungsweise eben manchmal auch nicht. Beziehungsweise manchmal auch nicht. Es ist deine Art zu überleben. Es ist deine Art zu überleben. Und mir steht es gar nicht zu, mich da einzumischen. Und es steht mir gar nicht zu, mich da einzumischen. Denn nur weil du auf deine Art und Weise überlebt hast, Denn nur weil du auf deine Art und Weise überlebt hast, konntest du groß werden konntest du groß werden und mir mein Leben geben. und mir mein Leben geben. Das achte ich jetzt, indem ich dein Ganzes, dein Schweres ganz bei dir lasse. Das achte ich, indem ich dein schweres Schicksal jetzt abgebe, Bei dir lasse. bei dir lasse. Für immer. Das achte ich, indem ich dein schweres Schicksal bei dir lasse, für immer. Dann legen Sie es mal ab und spüren Sie mal in sich hinein, wie fühlt sich das an? Sehr gut. Nun steht ja auf dem Tisch auch das wahre Selbst der Mutter. Das wäre eine gesunde Mutter, die nicht traumatisiert ist, die sich einfach freut, dass sie eine wunderbare Tochter Janine hat. Und die dieser wunderbaren Tochter Janine auch ihre bedingungslose Liebe schenken könnte, einfach nur weil sie da ist, ohne Erwartungen, ohne Absicht. Kann es aber sein, dass die Mutter aufgrund ihrer eigenen Traumata gar nicht oder nur selten verbunden war mit ihrem wahren Selbst, sodass sie ihnen diese bedingungslose Liebe nie oder nur selten zeigen konnte. Ob das sein kann? Ja. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich sehr geliebt werde von ihr, aber ja, aber sie hatte auch ihre Schwierigkeiten. Und es ist die Frage, ob sie nicht ihre Schwester in ihn geliebt hat. Ah, Ob sie wirklich die okay. Janine gesehen hat oder ob sie in ihn Aha, ja, die das kann auch gut sein. Weil, ja, ich fange jetzt nicht mit einem etwas Neuem an, aber. Das kann gut sein, ja. Und das ist natürlich für ein Kind sehr verletzend, wenn es gar nicht richtig wahrgenommen wird, wenn es verwechselt wird, wenn es überfordert wird oder benutzt wird. Und diese Verletzungen, die kennen Sie. Die kenne ich. Und wem? Also, Ja. ja, das habe ich plötzlich mal so geahnt, Ja. als ob ich gar nicht gesehen werde, sondern etwas anderes. Genau. Jemand anderes in mir, weil das war wahrscheinlich schon die Schwester, oder? Könnte sein. Könnte Und sein. wem waren Sie denn böse wegen dieser Verletzung, der Mutter oder sich selbst? Mir selbst gegenüber. Weil das ist leider die Regel, dass ein Kind sich dann selber dafür abwertet.
Und so Ja. entsteht ein ganz tiefes Selbstwertproblem, was Sie kennen, was Ihr ganzes Leben lang begleitet, die tiefe Ursache für die meisten Ihrer Probleme. Okay. Und an sich kommt diese Verletzung ja von dem falschen Selbst der Mutter. Und statt sich selber abzulehnen und abzuwerten, können Sie doch dieses falsche Selbst der Mutter ablehnen und abwerten. Und was halten Sie davon? Das ist gut, ja. Das ist Dann okay. können sich dieses verwirrte falsche Selbst der Mutter mal vorknöpfen, dieses blaue Klötzchen. Da können Sie sagen, dein Verhalten damals hat mich zutiefst verletzt und verwirrt. Dein Verhalten von damals hat mich zutiefst verletzt und verwirrt. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich nur dich deswegen abgelehnt. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich nur dich deswegen abgelehnt. Und nicht mich selber. Und nicht mich selber. Auch nicht dein wahres Selbst. Auch nicht dein wahres Selbst. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Ja, das ist gut. Das ist mir jetzt eigentlich das erste Mal so bewusst und es ist gut. Weil das eben so ein Kind kann es ja noch gar nicht unterscheiden. Ja, eben, das Aber geht so jetzt, schnell. heute, können Sie es unterscheiden und es ist die Chance für eine Lösung. Jetzt an diesem falschen Selbst der Mutter haben Sie Ihre eigenen Überlebensstrategien entwickelt, diese Selbstverleugnung, diese magisch-grandiose-Strategien. Davon haben Sie schon verabschiedet. Die Frage ist, brauchen Sie das falsche Selbst der Mutter heute noch für Ihre Orientierung? Nein. Dann können Sie doch Nein. mal rot und grün in die rechte Hand nehmen und können symbolisch damit, in die linke Hand nehmen Sie das falsche Selbst der Mutter. Dann können Sie auch da wieder symbolisch dieses falsche Selbst stoppen mit einem kräftigen Stopp. Puh, das ist schwierig, aber ja. Ja, da müssen Sie Ihren ganzen Verstand aufwenden. Ja. Okay, also das habe ich jetzt noch nie so gegen Sie mich gewendet. Verstehen Sie? Ja, es Das ist geht ja etwas nicht, es Neues. geht ja nicht gegen die gesunde Mutter. Ja, genau, Gegen das ist diesen es, genau. falschen Mutter. Okay. Stopp! Gegen Stopp! diese verwirrte Mutter, die Sie immer verwechselt mit der toten Schwester. Ja, das ist jetzt, merke ich schon, dass da eine Wut ist, die ich Ja. eigentlich unterdrückt habe. Gell? Kann sein, das ist natürlich für ein Kind sehr verletzend, wenn es gar nicht wahrgenommen wird. Es immer verwechselt wird. Ja, sehr verletzend. Ja, genau, das ist die Wut eigentlich und die Enttäuschung auch, ja. Und es kann sein, dass sie so eine Wutbombe kennt, so eine gestaute Wut, die manchmal explodiert und dann meistens den Falschen erwischt oder sich gegen sie selber richtet. Oder gegen auch den Ehemann, Kann auch sein. Und hä? dann tut Ihnen das ja furchtbar leid und dann unterdrücken Sie wieder Ihre Wut. Und wenn Sie aber die gesunde Wut unterdrücken, dann können Sie auch schlecht, können Sie schlecht Konflikte durchstehen, denn da braucht man die gesunde Wut. Da muss man Es manchmal auch kommt auch nicht. gerade sowas hoch, als ob, wie so, also einfach so spüre ich so wie Übelkeit ein Ja. Und schauen Sie mal, das ist ja auch so etwas Verwirrendes. Es kann einem auch wirklich zum schlecht Kotzen werden. werden. Zum Kotzen werden, ja. Ja, wirklich. Und schauen Sie mal, ob Sie diese Wut spüren können, ob Sie dafür auch irgendwelche Sätze finden oder irgendwelche Schimpfworte. Und dann stoppen Sie nochmal mit Tigers. Lass mich in Ruhe. Ja. Lass mich in Ruhe mit deinen Sachen. Ja. Stopp. Das war zum Kotzen. Das ist irgendwie zum Kotzen. Ja. Ich habe genug davon. Ja. Stopp. Und schauen Stopp. Sie, ob da noch heftigere Schimpfworte passen, du dumme Kuh. Oh, das kann ich nicht. Weiß nicht. Du nervst mich. Ja. Lass mich in Ruhe. Ja. Es ist mir zu viel alles. Geh weg. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das so stoppen? Wenn die Wut auch so rauslassen? Ja, es kommt erst irgendwie noch mehr. Ja. Also, die Dann Wut, die muss legen Sie jetzt. mal einen Finger auf die gesunde Mutter, die da am Tisch steht. Was würde jetzt eine gesunde Mutter sagen, wenn sie sieht, dass ihre Tochter heute noch sich so abquält mit den damaligen Verletzungen? Sie würde sagen, lass es raus. Genau. Du musst das nicht tragen. Sie sagen, du warst ganz unschuldig. Du bist unschuldig, sie, Es ja, tut mir oder? leid, was du alles erleben musstest. Ja, so etwas, ja. Und wenn du dich heute gegen diese verwirrte Seite von mir abgrenzt, ist das nur gesund.
Dann stehe ich voll hinter dir. Ja. Kann ich dir das vorstellen, dass eine gesunde Mutter die ihre Tochter unterstützt, wenn die sich gegenüber dieser verwirrten Seite der Mutter abgrenzt? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Dann stellen Sie doch mal dieses gelbe Klötzchen buchstäblich hinter die grüne Janine von heute. Und das rote Klötzchen stellen Sie mal auf die Seite. Und dann können doch die beiden gemeinsam diese verwirrten Teil der Mutter stoppen. Schauen Sie mal, wie fühlt sich das an. Ja, was passiert jetzt? Ja, es ist einfach scheiße. Sie Irgendwie muss ich waren verrückt. so allein und jetzt erleben Sie, wie es wäre, wenn eine gesunde Mutter ihr Kind da nicht alleine lässt, sondern unterstützt. Vielleicht, ja. Und dann kann es sein, dass Sie auch gar keine Schuldgefühle haben, wenn Sie das stoppen, wenn Sie zum Ja. Beispiel auch Schimpfworte antworten. Probieren Sie nochmal, wie es ist, wenn Sie gemeinsam das stoppen. Du blöde Kuh. Dumme Kuh. Was machst du nur mit mir? Du verwirrte Kuh. Kacke. Hä? Du bist verwirrt. Du bist verwirrt und du weißt gar nicht, was du machst, Ja. was du angestellt hast. Ja. Wie geht's Ihnen dabei? Sehr gut. Es gibt mir Kraft. Und wenn Sie denken, dass Sie dieses falsche Selbst der Mutter nie wieder brauchen, können Sie es für immer entsorgen im kosmischen Wertstoff. Ja. Okay, jetzt so. Es ist gut, ja. Und dann liegt da noch dieses Trauma der Mutter, diese Probleme der Mutter, dieser blaue Würfel. Bauen Sie das heute noch für Ihre Orientierung Nein. gleich hinterher. Stopp. 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 Nochmal. Und dann stellen Sie mal dieses wahre Selbst der Mutter noch mal auf den Tisch. Das bin ich fast. Das wäre jetzt eine gesunde Mutter. Die freut sich natürlich über so eine wunderbare Tochter, umso mehr, wenn die jetzt so zu ihrer Kraft findet. Sie könnte dieser wunderbaren Tochter gerne ihre bedingungslose Liebe schenken, einfach nur, weil sie da ist. Können Sie sich das vorstellen? Ja, ich kann es schon vorstellen. Das ist die Frage. Sie haben so viele Verletzungen erlebt, können Sie überhaupt Ihr Herz noch öffnen für so eine bedingungslose Liebe? Ja, es kann. Dann können Sie es auch einfach mal überprüfen. Nehmen Sie mal dieses gelbe Klötzchen, das Symbol für Mutters wahres Selbst. Legen Sie mal an Ihr Herz und spüren Sie mal nach, ob Sie Ihr Herz vorsichtig öffnen können. Die bedingungslose Liebe einer gesunden, nicht traumatisierten Mutter. Ja, es geht schon ein bisschen, aber es ist ein bisschen wie Schamgefühl noch, aber es geht schon. Ist das normal, so Schamgefühl oder? Oder Habe ich ein bisschen. vielleicht trauen Sie dem noch nicht so. Es gab ja vielleicht schon mal kostbare Augenblicke, aber es ist gerade immer so schnell gewechselt, dass die Mutter dann wieder verwirrt war, sodass sie dem gar nicht trauen konnte. Genau, das ist es, ja. Aber Aber es geht schon. wir könnten noch einen Filter, nehmen Sie mal einen Filter, ein Handtuch, schauen Sie, ob Sie ein Handtuch da haben. Taschentuch geht nicht, hä? Nein, Handtuch. 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 Als Filter. Legen Sie vor Ihr Herz, das ist ein wunderbarer Filter. Und dieser Filter, der lässt garantiert nur die reine, bedingungslose Liebe einer gesunden Mutter durch. Legen Sie mal das gelbe Klötzchen außen vor. Vor dieses Handtuch. Oh, jetzt geht es wieder da los. Lass es ruhig, reguliert sich wieder ein. Versuchen wir es. Hoffen wir einfach, dass es sich von selber einreguliert. Nehmen Sie einfach den Filter vor Ihr Herz und das gelbe Klötzchen legen Sie davor. Und jetzt können Sie sicher sein, dass dieser Filter nur die bedingungslose, reine Liebe einer gesunden Mutter durchlässt. Und schauen Sie mal, ob Ihr Herz sich öffnen kann für diese reine, bedingungslose Liebe einer gesunden Mutter.
Ja, das fühlt sich sehr zart an, sehr, sehr sauber, diese Liebe. Und das ist jetzt wichtig für unseren Prozess, der Teil von Ihnen, der diese Liebe spürt, das ist Ihr eigener gesunder Wesenskern, Ihr eigenes wahres Selbst. Und wenn Sie jetzt Ja. spüren, dass Sie das in sich haben, dann könnten Sie sich auch mal vorstellen, dass Sie damit eins werden. Das jetzt mit der Tante Waltraud eins zu werden, können Sie doch mit Ihrem wahren Selbst eins werden. Und spüren Sie mal, wie sich da Ihr Selbstwertgefühl ändert. Es kann sein, dass es immer unwichtiger wird, was Sie leisten, was die anderen von Ihnen denken, weil Sie ja Ihre Würde und Ihren Wert schon in sich selber haben. Unverlierbar, unzerstörbar. Ja, es ist am Arbeiten, also ich fühle mich besser und mehr bei mir im Moment. Ja. Dafür war es die Begegnung mit dem wahren Selbst der Mutter wichtig. Stellen Sie es wieder auf den Tisch. Den Filter brauchen wir nicht mehr. Lassen Sie nur. Und dann gehen Sie mal mit der roten Janine von heute zu Ihrem eigenen wahren Selbst. Das ist gerade in der Begegnung mit Mutters, zu Ihrem eigenen wahren Selbst, nicht zu Mutters wahren Selbst. Was ist jetzt Und wieder? dieses eigene wahre Selbst, das wurde gerade geweckt durch die bedingungslose Liebe der Mutter. Und spüren Sie mal jetzt nach, wie sich das jetzt anfühlt, wenn Sie eins werden mit diesem eigenen wahren Selbst, das gerade geweckt wurde durch die bedingungslose Liebe der Mutter. Sehr gut, fühlt sich an, gesund. Und Gesund. spüren Sie mal in sich hinein, ob Sie da Veränderungen wahrnehmen in sich, wenn die immer mehr miteinander verschmelzen. Es kommt Ruhe und Leichtigkeit, Frieden zu mir selbst. Also Es, unaufgeregt, ohne ja, Trauer. es ist gelassen, alles so. Frieden Und und wenn Sie Leichtigkeit. so verbunden sind mit Ihrem wahren Selbst, können Sie doch einen Blick werfen auf die kleine Janine, die in dieser Familie nicht das Gefühl bekommen hat, dass sie überhaupt richtig ist, dass sie okay ist, dass sie überhaupt wahrgenommen werden darf. Auch da dürfen Sie mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen. Und dann schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf diese kleine, unangepasste Janine von damals. Gibt es an der etwas auszusetzen? Nein. Dann können Sie doch selber sagen zu ihr, du bist goldrichtig, genauso wie du bist. Du bist goldrichtig, genau so wie du bist. Und schade, dass diese verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Und schade, dass diese verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Mit dir hätte das gar nichts zu tun. Hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Legen Sie meinen Finger auf die kleine, vitale Janine. Wie geht es dir, wenn Sie das heute von Ihnen hören? Sie blüht ein bisschen auf, aber Ja. es ist, ja, sie muss wie auftauen irgendwie. Ja. Sie steckt, die hat da in was drin gesteckt, Ja, so ist wo, es ja. Die war wie so eingefroren. ja, wie eingefroren, so Die wie war ja auch so halb tot. Ja. irgendwie, ja. Ja. Aber es könnte andererseits könnte es auch sein, dass heimlich diese kleine vitale Janine immer wusste, dass sie ganz okay ist und dass diese Mutter ein bisschen verwirrt ist. Ja, sie hat sich so zurückgezogen, sagen wir es so. Sie hat sich dann zurückgezogen, aber hat sie heimlich schon geahnt, dass die Mutter verwirrt ist und dass sie selber ganz okay Nein, das hat sie eigentlich nicht. ist? Okay. Dann, wie war es denn, wie Sie auf die Welt gekommen sind? Konnten die Eltern Sie begrüßen ohne Wenn und Aber oder gab es da schon Einschränkungen? Nein, sie konnten mich begrüßen. Also ich musste einfach in einen Brutkasten, das weiß ich noch. Ja. Weil ich zu früh kam, aber also getrennt wurde ich einen Moment, glaube ich, aber sonst. Sonst, also wir wissen, dass so eine Begrüßung ohne Wenn und Aber für ein gesundes Selbstwertgefühl wichtig ist. Und wenn es nicht ganz sicher ist, ob die Eltern damals bei diesen Umständen diese Begrüßung so vollziehen konnten, dann können Sie das heute nachholen für die kleine Janine. Ja, Halten Sie das. okay. Ich weiß es nicht, vielleicht von meiner Vaterseite ist da was, weil er selber keine
keine Eltern hatte, auch sehr traumatisiert. Und ich weiß nicht, wie er mich da begrüßt hat, muss ich ehrlich sagen. Also zur Sicherheit begrüßen Sie doch diese kleine Janine, die ist Ja, aus okay. Berlin. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Wie schön, dass du genau so bist, wie du bist. Gleichzeitig so zäh und unberechenbar wie eine Tigerin. Gleichzeitig so zäh wie und unberechenbar wie eine Ja, Tigerin. ja. Ja. Und gleichzeitig so zart und verschmust wie ein Kätzchen. Und gleichzeitig so zart und verschmust wie ein Kätzchen. Und so schön, dass du ein Mädchen bist. Und so schön, dass du ein Mädchen bist. Und noch dazu so eine ganz spezielle. Und noch dazu so eine ganz spezielle. Kommt es an bei der kleinen Janine? Ja, es kommt an, aber es ist ungewohnt, als ob Natürlich, die. aber das steht dir zu. Ja, aber es kommt an bei ihr. Und nun hat diese kleine Janine in dieser Familie einiges verwirrend und schmerzlich erlebt, aber erstaunlicherweise hat sie alles überlebt. Das kann man auch mal würdigen. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du nicht in deinem berechtigten Zorn jemanden umgebracht hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Und danke, dass du in dieser verwirrten Familie deinen Verstand nicht auch verloren hast. Jetzt habe ich nicht verstanden. Entschuldigung. Danke, dass du in dieser verwirrten Familie deinen Verstand nicht auch verloren hast. Danke, dass du der verwirrten Familie deinen Verstand nicht Verloren. verloren hast. Das war nicht immer so ganz selbstverständlich. Das war nicht immer so ganz selbstverständlich. Konnte es an bei der kleinen Janine, wenn sie das hört? Sie hört es, aber sie weint, ja. Also sie ist traurig im Moment. Ja, das war schon heftig, ja. Es ging ihr da Ich gar glaube, nicht gut. ja, ich hätte das nicht gedacht, dass das so Aber es jetzt ist sich schön, dass es zeigt. gesehen wird. Ja. Ja, Und dann können Sie doch der Kleinen sagen, trotz allem Schmerz, trotz aller Verwirrung haben wir beides nochmal ganz gut hinbekommen. Trotz allem Schmerz und aller Verwirrung haben wir beides doch sehr gut hinbekommen. Wir sind weder im Gefängnis gelandet noch in der Psychiatrie. Wir sind weder im Gefängnis gelandet noch in der Psychiatrie. Wir beide sind ein super Team. Wir beide sind ein super Team. Kommt es an bei der kleinen Janine, wenn sie das hört? Ja, sehr. Ja, es kommt sehr gut an. Nun kann es sein, dass die bedürftige Seite von Janine auch heute noch manchmal zu kurz kommt. Haben Sie ein Kind? Haben Sie einen Partner? Ich habe zwei Mädchen, 14 und 16 und einen Mann, aber die Ehe ist auch nicht. Eigentlich bin ich alleine, kann man so sagen. Aber Ja, schauen wir mal. Es kann sein, dass man manchmal den eigenen Kindern das ersparen möchte, was die kleine ja, Janine erlebt hat. das ist Dann so. liegt es nahe, dass man die eigenen Kinder eher verwöhnt. Ja, das mache ich eben. Ja, das Und ist. gleichzeitig sitzt die kleine Janine auf der Kellertreppe bei trockenem Brot und Wasser. Ich dramatisiere so ein bisschen, aber Sie verstehen, was ich meine. Ja. Also den Kindern tut es natürlich nicht Ja. gut, wenn sie Ja, verwöhnt ich werden. Und der weiß, kleinen Janine gegenüber wäre es ja natürlich total unfair, denn das hat sie als Kind schon erlebt. ja. Jetzt haben Sie einen Partner und manchmal erwartet man, kann es sein, dass Sie auch für den Partner sich zuständig fühlen, als müssten Sie auch den Partner Mutter und Vater ersetzen? Das habe ich aufgegeben, Sie haben es mal versucht, ja? aber das kommt schon immer vor, dass ich dann umsorge Ja, jemanden, wenn ja. ich jemanden, ja. Dann Zu kann es fest sein, und dann gehen sie mir aus dem Weg oder und da die kann Männer. sein, dass auch da die kleine Janine wieder auf der Kellertreppe sitzt bei Trockenbrot und Wasser und sieht, wie sich Ja, jemand anderer verwöhnt auf hat, ja. auf ihre Kosten. Ja, immer ist das so gewesen, Und ja. Am Schluss nicht. dem Partner tut es überhaupt nicht gut, wenn er verwöhnt wird. Und der kleinen Janine gegenüber ist ja total unfair. Ja. Und dann, wenn man dann so um den Partner sich den verwöhnt hat, dann erwartet man manchmal, dass der Partner sich dann wenigstens revanchiert und sich um die bedürftige kleine Janine kümmert. Und das geht meistens schief. Genau, so war es Da immer, kann es ja. Aber sein, es ist mir be dass sie tief enttäuscht sind Ja. und dass sie dem Partner auch böse sind und ihm Vorwürfe gemacht haben. Ja.
Auf jeden Fall, das Also ist so. unter uns gefragt, ist es denn fair, einen Partner als Babysitter zu benutzen? Nein, auf keinen Fall. Aber das sind Dinge, die unbewusst abgelaufen sind. Genau. Mittlerweile ist es mir bewusst. Ja, aber. Und der Partner, ein gesunder Partner, ist ja, wenn überhaupt, interessiert an der Tigerin und nicht an diesen Ja. Bedürftigen. Und für die bedürftige Seite hat er einfach wie zwei linke Hände, der kann überhaupt nichts anderes. Was aber jetzt die kleine Janine angeht, ist es ja gleich dreifach unfair. Jetzt hatte die erstmal diese Eltern, die sie gar nicht richtig waren. Sie selber können die kleine Janine auch gar nicht so richtig waren. Dann haben sie die kleine Janine einem Partner überlassen, der erstens mal traumatisiert war, zweitens mal überhaupt nicht zuständig war für die kleine Janine. Ja, geht's denn überhaupt noch? Was haben Ja. sie da der kleinen Janine die ganzen Jahrzehnte lang zugemutet? Es sieht ja fast so aus, als hätte die bei Ihnen die totale Arschkarte gezogen. Ja, Den das Ausdruck kann kennen man Sie, so, gell? Ja. sagen, ja. Das wäre ja fast ein Fall fürs Jugendamt wegen Kindeswohlgefährdung. Den bräuchte die kleine Janine ganz dringend. Ja, mich. Das Eine stellen Sie mal. gesunde Erwachsene. Das stellen Sie mal Rot und Gelb wieder nebeneinander. Legen Sie mal den Finger quer drüber und spüren Sie mal, wie Sie so Verbindung haben mit dieser inneren Würde. Und dann können Sie dieser kleinen Janine sagen, ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Und nur du bist für mich die absolute Nummer 1. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Vor allen anderen. Vor allen anderen. Vor dem Partner, vor den Kindern. Vor dem Partner und vor den Kindern. Ist das für Sie? Ja, da muss ich dran arbeiten, dass ich da die Beziehung zu meinem Inneren noch mehr finden werde, Also ich will ja. das kurz systemisch erklären. Die meisten Mütter stocken da, wenn es darum geht, das innere Kind noch vor die Kinder, das ist noch vor den Kindern. Ja. Schauen Sie, in Ihrer Kindheit war das Problem, dass beide Eltern sich nicht um ihr inneres Kind kümmern konnten. Und das war der Grund, warum Sie in diese maßlose Überforderung gekommen sind, als wären Sie dafür zuständig. Und diese Überforderung hat Ihr ganzes Leben bestimmt. Und das können Sie Ihren Kindern ersparen, wenn Sie sich um die kleine Janine kümmern. Okay, ja. Können Sie das nachvollziehen? Ja, Das das. Beste, was Sie tun können für die Kinder, ist, dass Sie sich um die kleine Janine kümmern. Weil Und die Kinder spüren. außerdem können dann die Kinder von Ihnen lernen, wie es ist, wenn man sich um sein Ja. Kind kümmert. Ja. Von wem Ja. sollen sie denn sonst lernen? Genau. Ich verstehe, Und was Sie meinen. wenn Kinder da ganz dringend irgendwas von Ihnen möchte und Sie sind gerade beschäftigt mit Ihrem inneren Kind, dann können Sie sagen, ich sehe dein Bedürfnis, aber jetzt bin ich gerade beschäftigt, ich vergesse es nicht. Ja, Das dass können ich Sie lernen. zuerst auch auf mich schaue. Ja, genau. Und dass sie das fühlen auch, ja. Das ist eben da die Verwöhnung, wo dann ein bisschen aufhört, oder? So ist es genau. Und dann können Sie der Kleinen noch sagen, der kleinen Janine, und ich überlasse dich auch nie wieder diesem netten Herrn an meiner Seite. Und ich überlasse dich auch nie mehr diesem netten Herrn an meiner Seite. Kommt es an bei der kleinen Janine, wenn sie das hört? Ja, sie ist noch ein bisschen Skeptisch. skeptisch, aber. Aber das kennen Sie doch von sich, oder? Ja, kenne Dann ich können von Sie doch mir. sagen, der Kleinen, daran erkenne ich, dass du zu mir gehörst. Dabei erkenne ich, dass du zu mir gehörst. Das ist Ich nehme, typisch, Janine. das ist typisch, Janine. Bei mir darfst du gerne skeptisch sein. Wie? Bei mir darfst du gerne skeptisch sein. Bei mir darfst du gerne skeptisch sein. Damit kenne ich mich sehr gut aus. Damit kenne ich mich sehr gut aus. Ja, Hast jetzt du doch öffnet. direkt Glück, dass du bei mir gelandet bist. Das ist doch auch ein Glück, dass du bei mir gelandet bist. Kommt es an bei der kleinen Janine? Ja, gut, jetzt öffnet sie sich. Und wenn ich die kleine Janine einsetze, möchte ich unbedingt was anstellen, endlich mal. Geht das überhaupt bei Ihnen? Ja, sicher. Zum neuen Programm gehört dazu, dass Sie der kleinen Janine sagen, bei mir darfst du heute noch was anstellen. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Heute am 17. April. Heute am 17. April. Und ich persönlich stehe dann schmiere für dich. Wie? Ich persönlich stehe dann schmiere für dich. Schmiere. Kennen Sie das, den Ausdruck schmiere stehen? Nein, ne? Das in Deutschland heißt es so,
Zum Beispiel, wenn Kinder so Streiche machen, zum Beispiel so Klingel putzen, so an der Ah, Klingel, dann steht ja. immer einer, der aufpasst, dass niemand kommt. Das ist Schmiere. Ah, gut, ja. Heute darfst du bei mir Schmiere stehen. Nein, du darfst was anstellen und ich persönlich stehe Schmiere für dich. Ah, du darfst was anstellen. Ich persönlich stehe Schmiere für dich. Ich möchte nie wieder verpassen, mit dir zusammen Spaß zu haben. Ich möchte nie wieder verpassen, mit dir zusammen Spaß zu haben. Kommt es an bei der kleinen Janine? Ja. Und damit die Kleine das glaubt, die hat ja vielleicht schon manche gute Vorsätze von Ihnen gehört, nehmen Sie mal die kleine Janine buchstäblich an ihr Herz. Lassen Sie mal spüren, wie es ist, wenn sie bei Ihnen einen sicheren Platz findet. Da wird sie wahrgenommen, wie sie wirklich ist. Sie bekommt die Liebe, die sie verdient. Sie wird beschützt und sie darf sogar ihren Spaß. Und wie wäre das für die kleine Janine? Ja, es ist gut, es braucht ein bisschen Zeit, aber es kommt. Und wie geht es denn an der großen Janine, wenn es der kleinen Janine bei Ihnen gut geht? Geht's sehr gut. Man fühlt sich wieder vereint, So ist es. ja. Also wir sehen immer, dass alle Probleme sich lösen, wenn es dem inneren Kind gut geht. Das ist eigentlich auch gar kein Wunder, denn alle Probleme hängen ja damit zusammen, dass man die kleine Janine aus den Augen verliert. Ja, ich glaube auch, jetzt kommt die Lebensfreude wieder mehr, weißt du? Genau, das verbindet sie wieder mit der kleinen Das ist auch die Lebensfreude, das innere Janine. Kind, gell? Ja, genau. Hm. Ja. Und jetzt dürfen Sie mal die kleine Janine und zusammen mit Gelb und Rot nochmal an ihr Herz nehmen und spüren, wie fühlt es an, wenn diese drei Elemente eins werden, die so lange Zeit getrennt. Sehr gut. Es fühlt sich wieder ganz an und ganzheitlich. Und diese Verfassung können Sie noch mal einen Blick werfen auf die gesunde Mutter, die da auf dem Tisch steht. Wenn Sie da hinschauen, jetzt in dieser Verbindung mit Ihren Wahlen, mit Ihren Selbstanteilen, hat sich da jetzt was verändert, wenn Sie auf Ihre Mutter blicken? Ja. Es fühlt sich gesund an. Ja. Also wir nennen das so die gesunde Distanz. Damit Es ist verbunden ist, ja, dass sie mehr Achtung haben für sich selber. schon interessant, dass der Gelbe jetzt da vorne steht und so clean, ja. Also dass sie mehr Achtung haben für sich selber, aber auch ein bisschen mehr Achtung für die Mutter. Ja, genau. Und zum Abschluss gibt es dann noch so zwei klassische Sätze. Schauen Sie mal, ob Sie sagen können, Mama, mein Leben kommt durch dich. Mama, mein Leben kommt durch dich. Ich erachte es als eine große, eine wertvolle Gabe. Du hast eine, es Ich ist eine, achte das als eine wertvolle Gabe. ich achte das als eine wertvolle Gabe. Ich durfte es an meine Töchter weitergeben. Ich durfte es an meine Töchter weitergeben. Ich sehe, dass es dich einiges gekostet hat, Ich sehe, dass es dich einiges gekostet hat, groß zu werden und mir das Leben zu geben. groß zu werden, um mir das Leben zu geben. Das achte ich. Das achte ich. Aber diese Rechnungen muss ich nicht bezahlen. Aber diese Rechnungen muss ich nicht bezahlen. Und ich sehe, dass auch ich meinen Preis dafür zahle. Und ich sehe auch, dass ich meinen Preis dafür zahle. Für mein Leben. Für mein Leben. Aber das ist mir mein Leben auch wert. Das ist mir mein Leben auch wert. Auch diese Rechnung muss niemand mehr bezahlen. Auch diese Rechnung muss niemand mehr bezahlen. Weder du noch meine Kinder. Weder du noch meine Kinder. Ich bitte das an. Gut, selbstbestimmt. Dann können die drei Klötzchen sich nochmal verabschieden von der Mutter. Liebevoll, mit Respekt, dankbar für das Leben, verneigen die drei Klötzchen. Und dann drehen sie sich um und gehen nochmal über eine Grenze in die andere Richtung, ins Hier und Jetzt. Muss die Grenze noch machen? Ja. Und damit haben sie sich jetzt aus dem Dunstkreis der Mutter entfernt. Das Schmerzliche und Verwirrende der Vergangenheit bleibt alles hinter ihnen.
Das spürt immer nach, wie fühlt sich das an, wenn sie so im Hier und Jetzt angekommen. Sehr gut. Sehr gut, so eigenständig und geerdet bin ich im Moment sehr. Und dann können Sie doch mal rüber winken zur Tante Waltraud, die im Licht schon ist. Aha, ja. Wenn Sie ihr so zuwinken und sagen, hallo, ich mache jetzt auch mein Ding. Hallo, ich mache jetzt auch mein Ding. Das ist gut. Fühlt sich gut an. Und das lassen wir so stehen. Ja.